Teil 6 von Walpurgisnacht. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Walpurgisnacht von Gustav Meyrink. Kapitel 4 Im Spiegel. Teil 1. Eine ganze Woche hindurch war der Herr kaiserliche Leibarzt Flugbeil nicht aus dem Ärger über sich selbst herausgekommen. Der Besuch bei der böhmischen Liesel hatte ihn nachhaltig missgestimmt, und das Schlimmste dabei war, dass er die Erinnerung an seine ehemalige Liebe zu ihr nicht loswerden konnte. Er gab der linden, süchtigen Luft des Mai die Schuld, der in diesem Jahr noch lockender blühte als sonst, und spähte jeden Morgen vergebens in den klaren Himmel, ob sich denn keine Wolke zeigen wolle, die den Johannistrieb seines alten Blutes zu kühlen versprach. Vielleicht war das Gulasch beim Schnell zu pfeffrig, sagte er sich, wenn er abends im Bett lag und ganz gegen seine Gewohnheit nicht einschlafen konnte, so daß er oft die Kerze anzündete, nur um die Gardine am Fenster deutlicher zu sehen, die ihm sonst im Mondlicht noch weiter allerlei spukhafte Grimassen geschnitten hätte. Um seine Gedanken abzulenken, war er schließlich auf die absonderliche Idee verfallen, sich eine Zeitung zu abonnieren. Aber das machte die Sache noch schlimmer, denn kaum hatte er sich für irgendeinen Artikel zu interessieren begonnen, fiel sein Auge auf einen spaltenlangen leeren Fleck, der selbst dann nicht wich, wenn er außer seiner Brille noch den Zwicker aufsetzte. Anfangs hielt er diese betrübliche Erscheinung zu seinem Schrecken für Sehstörungen, die am Ende gar in einer beginnenden Gehirnerkrankung ihre Ursache haben könnten, bis ihm seine Haushälterin feierlich versicherte, auch sie sähe genau dieselbe Stelle unbedruckt, woraus er allmählich schloss, dass lediglich ein Eingriff seitens der Zensur, damit der Leser vor falschen Erkenntnissen geschützt werde, vorliegen müsse. Trotzdem behielten solche weißen Flecken mitten in der kobaltduftenden Druckerschwärze stets etwas Beunruhigendes für ihn, eben weil er sich innerlich genau bewusst war, dass er die Zeitung nur vornahm, um nicht an die böhmische Liesel von einst denken zu müssen, fürchtete er vor dem Umblättern jedes Mal, es könnte die nächste Seite wieder leer sein und statt der schwungvollen Rede eines Leitartikels sich sozusagen als Niederschlag der eigenen seelischen Besorgnisse die gräulichen Züge der böhmischen Liesel auf dem Papier bilden. An sein Teleskop traute er sich schon gar nicht mehr heran. Bei der bloßen Erinnerung, wie ihm die Alte durch die Linse entgegengegrinst hatte, sträubte sich ihm auch jetzt noch das Haar, und wenn er trotzdem hindurchguckte, um sich selbst seinen Mut zu beweisen, geschah es nur nach vorherigem, mannhaften Zusammenbeißen seiner tadellosen, weißen, falschen Zähne. Tagsüber bildete nach wie vor das Erlebnis mit dem Schauspieler Zrcadlo einen Hauptbestandteil seiner Erwägungen. Einfälle, den Mann nochmals in der neuen Welt aufsuchen zu gehen, wies er aber begreiflicherweise weit von sich. Einmal beim Schnell hatte er dem Edlen von Schirnding gegenüber, als dieser gerade in ein Schweinsohr mit Krähen biss, das Gespräch auf den Mondsüchtigen gebracht und erfahren, dass Konstantin Elsenwanger seit jener Nacht wie ausgewechselt sei und keinen Besuch mehr empfange. Er lebe beständig in Angst, das unsichtbare Dokument, das der somnambule Schauspieler in die Schublade gelegt habe, könne am Ende doch wirklich sein und eine nachträgliche Enterbung durch seinen verstorbenen Bruder Bugomil enthalten. Und warum auch nicht, hatte der Edle von Schirnding gemeint und mißgelaunt von seinem Schweinsohr abgelassen. Wenn schon Wunder geschehen und es verlieren Menschen unter dem Einfluss des Mondes ihr Gesicht, warum sollten die Toten nicht die Lebendigen enterben können? Der Baron hat ganz recht, wenn er die Schublade zulässt und nicht erst nachschaut. Besser dumm sein als unglücklich. Der Herr Leibarzt hatte dieser Ansicht zwar zugestimmt, aber nur aus Höflichkeit. Er konnte für seinen Teil die Gehirnschublade, in der der Zufall Zrcadlo aufgehoben lag, keineswegs in Ruhe lassen, kramte vielmehr bei jeder Gelegenheit darin herum.
Ich muß einmal nachts in den grünen Frosch schauen. Vielleicht treffe ich den Kerl dort, nahm er sich vor, als ihm die Sache wieder durch den Kopf ging. Die Liesel, verdammte Hex, daß man auch fortwährend an das Weibsbild denken muß, hat doch gesagt, er wandere in den Wirtshäusern umher. Noch am selben Abend, kurz vor dem Schlafengehen, beschloss er, seinen Plan zur Ausführung zu bringen, knöpfte seine bereits gelockerten Hosenträger wieder fest und stellte auch im Übrigen seine Toilette wieder her und begab sich, das Gesicht in abweisende Falten gelegt, damit entfernte Bekannte, denen er ebenfalls so spät noch begegnen könnte, nichts Ungebührliches von ihm dächten, hinab auf den Malteserplatz, wo, umgeben von altehrwürdigen Palästen und Klöstern, der grüne Frosch sein dem Bacchus geweihtes nächtliches Dasein führte. Seit Kriegsausbruch hatten weder er noch seine Freunde das Lokal besucht. Trotzdem stand das mittelste der Zimmer leer und für die Herren reserviert, als habe der Wirt, ein alter Herr mit goldener Brille und dem wohlwollend ernsten Gesicht eines Notars, der an nichts anderes denkt, als Mündelgelder rastlos zu verwalten, es nicht gewagt, anderweitig darüber zu verfügen. »Exzellenz befehlen?« fragte der Notar mit menschenfreundlichem Aufleuchten in den grauen Augen, als sich der Herr kaiserliche Leibarzt gesetzt hatte. »Oh, heute eine Flasche Melniker, rot, Austisch 1914?« Mit affenartiger Behendigkeit stellte der Piccolo die Flasche Melniker 1914, die er auf den schon vorher geflüsterten Befehl des Notars geholt und hinterm Rücken verborgen gehalten hatte, auf den Tisch, worauf beide nach einer tiefen Verbeugung in das Labyrinth des grünen Frosches verschwanden. Der Raum, in dem der Herr kaiserliche Leibarzt am Kopfende eines weißgedeckten Tisches Platz genommen hatte, bestand aus einer langgestreckten Stube, mit je links und rechts einem portierenbedeckten Durchlass in die benachbarten Zimmer und einem großen Spiegel an der Eingangstür, in dem man beobachten konnte, was nebenan vorging. Eine große Anzahl von Ölgemälden an den Wänden, hohe Häupter aller Jahrgänge und Altersklassen darstellend, bekundete die über jeden Zweifel erhabene, loyale Gesinnung des Wirts, des Herrn Bütztinka, mit dem Tone auf Bützt, und strafte gleichzeitig die unverschämten Behauptungen gewisser Lästermäuler, er sei in seiner Jugend Seeräuber gewesen, Lügen. Der grüne Frosch hatte eine gewisse historische Vergangenheit, denn in ihm, hieß es, sei im Jahre 1848 die Revolution ausgebrochen. Ob infolge des sauren Weines, den der damalige Wirt ausgeschenkt, oder aus anderen Gründen, bildete Abend für Abend den Gesprächsstoff an den verschiedenen Stammtischen. Umso höher war das Verdienst des Herrn Wenzel Bütztinka anzuschlagen, der nicht nur durch seine vorzüglichen Getränke, sondern auch durch sein würdevolles Äußeres und den hohen sittlichen Ernst, von dem er selbst in den vorgerücktesten Nachtstunden niemals abließ, es verstanden hatte, den üblen Ruf des Lokales derart gründlich zu beseitigen, dass sogar verheiratete Frauen, mit ihren Gatten natürlich, darin bisweilen zu speisen pflegten, wenigstens in den vorderen Räumen. Der Herr kaiserliche Leibarzt saß gedankenverloren bei seiner Flasche Melniker, in deren Bauche ein rubinroter Funke klomm, hervorgerufen durch den Schein der elektrischen Stehlampe auf dem Tisch. So oft er aufblickte, sah er in dem Spiegel an der Tür einen zweiten kaiserlichen Leibarzt sitzen, und jedes Mal, wenn er es tat, kam ihm der Einfall, wie höchst wunderbar es eigentlich sei, dass sein Spiegelbild mit der linken Hand trank, wenn er selbst dazu die rechte gebrauchte, und dass jener Doppelgänger, würfe er ihm seinen Siegelring zu, diesen nur am rechten Goldfinger tragen könnte. »Es geht da eine seltsame Umkehrung vor«, sagte sich der kaiserliche Leibarzt, »die wahrhaft schreckenerregend auf uns wirken müsste, wenn wir eben nicht von Jugend an gewöhnt wären, etwas Selbstverständliches darin zu sehen. Hm, wo im Raume mag nur diese Umkehrung stattfinden? Ja, ja, natürlich,
in einem einzigen mathematischen Punkt, genau genommen. Merkwürdig genug, dass in einem so winzigen Punkt so ungeheuer viel mehr geschehen kann, als im ausgedehntesten Raume selbst. Ein unbestimmtes Bangigkeitsgefühl, er könne, wenn er der Sache weiter nachginge und das in ihr enthaltene Gesetz auch auf andere Fragen ausdehne, zu der peinlichen Schlussfolgerung kommen, der Mensch sei überhaupt unfähig, irgendetwas aus bewusstem Willen heraus zu unternehmen, sei vielmehr nur die hilflose Maschine eines rätselhaften Punktes in seinem Inneren, ließ ihn von weiterem Grübeln abstehen. Um jedoch nicht neuerdings in Versuchung zu kommen, drehte er kurz entschlossen die Lampe ab und machte dadurch sein Spiegelbild ein für allemal unsichtbar. Sofort erschienen stattdessen auf der reflektierenden Fläche Teile der benachbarten Zimmer, bald das linke, bald das rechte, je nachdem der Herr kaiserliche Leibarzt sich zur Seite bog. Beide waren leer. In dem einen stand eine reich geschmückte Tafel mit vielen Stühlen herum und im andern, einem im Barockstil gehaltenen Stübchen, nichts als ein Divan mit schwellenden Polstern und ein geschweiftes Tischchen davor. Eine unsägliche Wehmut befiel den Herrn kaiserlichen Leibarzt, als er es erblickte. In allen Einzelheiten stand eine süße Schäferstunde, die er einst darin vor vielen, vielen Jahren genossen und im Laufe der Zeit vollständig vergessen hatte, wieder vor ihm. Er erinnerte sich, dass er das Erlebnis in sein Tagebuch eingetragen hatte, aber wie war es nur möglich, dass das in knappen, dürren Worten geschehen konnte? War ich damals wirklich ein so nüchterner Mensch? Fragte er sich traurig, oder kommen wir unserer eigenen Seele erst näher, je weiter wir dem Grab entgegengehen? Dort auf diesem Divan war die junge Liesel mit den großen, sehnsüchtigen Rehaugen zum ersten Mal seine Geliebte geworden. Unwillkürlich blickte er nach dem halbverdunkelten Spiegel, ob nicht ihr Bild noch darin stünde. Aber nein, jetzt trug er den Spiegel, der jedes Bild bewahrte, doch in sich selbst, der an der Tür war, ja nur ein treuloses, vergessliches Glas. Einen Strauß Teerosen hatte sie im Gürtel stecken gehabt, damals. Plötzlich roch er den Duft der Blumen, als seien sie dicht in seiner Nähe. Es war etwas Geisterhaftes um Erinnerungen, wenn sie wieder lebendig werden. Sie kommen heraus wie aus einem winzigen Punkt, dehnen sich aus, stehen mit einem Mal im Raum, schöner und gegenwärtiger noch, als sie gewesen sind. Wo war das Spitzentaschentuch hin, in das sie, um nicht aufzuschreien, unter der Glut seiner Umarmungen gebissen hatte? L.K., ihr Monogramm stand darin, Liesel Kossuth. Es gehörte zu dem Dutzend, das er ihr einst verehrte. Plötzlich wußte er auch, wo er es gekauft und eigens für sie hatte sticken lassen, sah den Laden vor sich. Warum habe ich sie nicht gebeten, es mir zu schenken? Zur Erinnerung. Jetzt ist nur mehr die Erinnerung daran übrig. Oder, er schauderte, sie hat es als zerrissenen Fetzen unter ihren Lumpen liegen. Und ich... Ich sitze hier im Dunkeln, allein mit der Vergangenheit. Er blickte weg, um den Divan nicht mehr zu sehen. Was ist die Erde doch für ein grausamer Spiegel? Sie lässt die Bilder, die sie hervorbringt, langsam, scheußlich und welk werden, ehe sie verschwinden. Das Zimmer mit dem reich gedeckten Tisch erschien. Der Notar ging geräuschlos von einem Sessel zum andern, um von verschiedenen Punkten aus, wie ein Maler zu visieren, ob der Gesamteindruck auch ein befriedigender sei, und gab dem Piccolo stumme Winke, wo noch Champagnerkühler aufzustellen waren. Dann wurden draußen Stimmen und Gelächter laut. Ein Zug Herren trat ein, die meisten im Smoking, Nelken im Knopfloch. Fast lauter jüngere Leute, aus irgendwelchen Gründen kriegsunabkömmlich oder beurlaubt,
nur einer, offenbar der Gastgeber, von behäbig jovialem Aussehen, 60er mit gelindem Spitzbauch, Kanzleigehrock, goldener Berlocke-Uhrkette und ungebügelten Hosen, die übrigen sogenannte Windhunde. Der Piccolo nahm die Hüte, Stöcke und Überzieher in Empfang, bis er, bepackt wie ein Maulesel, fast unter der Last verschwand. Einer der Herren stülpte ihm zum Schluss seinen Zylinder auf den Kopf. Dann saß alles schweigend eine Weile vor der Speisekarte und studierte. Der Notar rieb mit verbindlicher Miene die Hände aneinander, als poliere er seine ganze Zuvorkommenheit in eine unsichtbare Kugel hinein. »Mockturtlesuppe«, schnarrte einer der Herren und ließ sein Monokel fallen. »Mock heißt Schild und Turtle Kröte. Warum sagen Sie nicht gleich Schildkrötensuppe?« »Gott strafe England! Man reiche mir die treffliche Mockturtlesuppe.« »Das Walter Scott, mir auch«, stimmte ein anderer bei, und die übrigen wieherten. »Herrschaften, Herrschaften, bö«, lispelte der joviale ältere Herr, stand auf, schloss die Augen und wollte mit gespitzten Lippen eine Rede beginnen, wobei er sich als Einleitung die angeknöpften Manschetten aus den Ärmeln zupfte. »Herrschaften, bö, bö«, aber er kam von dem Bö nicht los und setzte sich schließlich wieder, unverrichteter Sache, aber mit allen Anzeichen der Genugtuung, dass ihm wenigstens die Anrede geglückt war. Wohl eine halbe Stunde lang bekam der kaiserliche Leibarzt keinerlei Geistesblitze mehr zu hören. Die Herren waren zu sehr mit der Vertilgung aller möglichen Gerichte beschäftigt. Er sah den Piccolo unter Anleitung des Notars einen kleinen vernickelten Tisch mit Rädern hereinschieben, auf dessen Rost eine Hammelkeule über Spiritusflammen schmorte, bemerkte, wie das Giggerl mit dem Monokel den Braten kunstgerecht zerlegte und seinen Freunden knurrend versicherte, sie seien erbärmliche Banausen, die nur deshalb aufrecht säßen und nicht auf allen Vieren wie die Hunde, weil ihnen der Mut dazu wegen der hellen Beleuchtung fehle. Der junge Herr schien überhaupt tonangebend in allem zu sein, was die Kunst des Genießens anbelangte. Er bestellte die verrücktesten Speisen, die sich ausdenken ließen. Gebackene Ananasspalten in Schweinefett, Erdbeeren mit Salz, Gurken in Honig, wild durcheinander, wie es ihm gerade einfiel. Und die schnarrende, hingeworfene, keinen Widerspruch duldende Art, mit der er seine Wahl traf und in tiefstem Ernst diktatorisch begründete, »Schlag 11 Uhr hat ein Ehrenmann harte Eier zu essen«, oder »Das leckere Schweineschmalz hält das Gekröse des Menschen lebendig«, wirkten so grotesk komisch, dass der kaiserliche Leibarzt manchmal ein Schmunzeln nicht unterdrücken konnte. Die traditionell österreichische, unnachahmliche Selbstverständlichkeit, Nebensächliches mit tödlicher Würde, dagegen sogenannten Lebensernst kavaliermäßig als Schulmeisterei aufzufassen, wie er es im Kleinen vor sich sah, zauberte ihm wieder Episoden aus seiner eigenen Jugend vor die Seele. Wenn er selbst auch nie an dergleichen Gelagen teilgenommen hatte, so fühlte er doch, dass sich hier, trotz aller Gegensätze, etwas im innersten Wesen mit ihm Gemeinsames kundgab. Zu prassen gleich einem Ostelbier und dennoch bis in die Fingerspitzen hinein österreichischer Aristokrat zu bleiben, Wissen und Kenntnisse wohl zu besitzen, aber sie lieber zu verbergen hinter scheinbaren Skurrilitäten, als sie am unrechten Ort plump zur Schau zu stellen, wie durch die Erziehungslücke der Schule in seiner menschlichen Eigenart geschmacklos gewordener Dauergymnasiast. Nach und nach nahm das Festmahl den Charakter einer seltsamen, aber überaus komischen, allgemeinen Betrunkenheit an. Keiner kümmerte sich mehr um den anderen. Jeder lebte sozusagen ein Leben für sich. Der fürstliche Zentralgüterdirektor, Dr. Hyazinth Braunschild, als solcher hatte sich der joviale ältere Herr, schwer bezecht alsbald dem Piccolo vorgestellt, war auf einen Stuhl gestiegen
und hielt dort unter zahlreichen Bücklingen eine meist aus Bös bestehende Huldigungsanrede, seine Durchlaucht seinem allergnädigsten Gönner und Brotherrn, wobei ihm nach jedem längeren Satz das Gigerl mit dem Monokel allemal einen Zigarrenring als Orden verlieh. Dass der Herr fürstliche Zentralgüterdirektor bei solchen Anlässen nicht infolge Gleichgewichtsverlustes vom Sessel herabstürzte, hatte er lediglich der Umsicht des Notars zu verdanken, der, wie Weiland Siegfried mit der Tarnkappe bei König Gunther, hinter ihm stand und achtgab, dass die Anziehungskraft der Erde ihre Amtsgewalt nicht ungebührlich missbrauchte. Ein anderer der Herren saß auf dem Boden, die Beine gekreuzt wie ein Fakir, den Blick starr auf die Nase gerichtet und einen Champagnerpfropfen auf dem Scheitel balancierend, und bildete sich offenbar ein, er sei ein indischer Büßer, während ein zweiter, vor dem sein Tischnachbar, den Inhalt einer Schaumrolle ums Kinn gestrichen hatte und bemüht war, sich vor einem Taschenspiegel vermittels eines Obstmessers zu rasieren. Der dritte hatte eine lange Reihe Schnapsgläser, gefüllt mit verschiedenfarbigen Likören, ausgestellt und gab sich, wie er laut behauptete, kabbalistischen Berechnungen hin, in welcher Aufeinanderfolge er sie zu trinken habe. Wieder ein anderer stand, ohne es im geringsten zu bemerken, mit dem linken seiner belackschuhten Füße in einem eisgefüllten Sektkühler, jonglierte alle Porzellanteller, deren er in der Geschwindigkeit habhaft werden konnte, und stimmte, als der letzte zerschellt auf dem Boden lag, mit krächzender Stimme das alte Studentenlied an: »Der Ziegelstein ist selten allein, er folget geselligen Trieben. Und ist er allein, so ist er wahrscheinlich irgendwo liegen geblieben. Und dann mußen alle, auch der Piccolo, oder sollten es wenigstens, den Refrain singen. Stumpfsinn, Stumpfsinn, du mein Vergnügen, Stumpfsinn, Stumpfsinn, du meine Lust.« Ende von Kapitel 4, Abschnitt 1. Gelesen von Hokuspokus.